Luftkönigin, Wasserkönig, Soldaten des Feuerkönigs, Eiskönigin, was auch immer, was ihr hier jetzt in dieser Liste hatten, eine Menge an Konzepte habt. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Ihr wisst, dass viele Skins in diesem Spiel aus Community-Konzepten besteht. Ne? Die Community hat ja auch viele, viele Ideen, zeichnet Bilder, erstellt Skins, die sie gerne im Spiel haben wollen. Und Epic sieht das ab und zu mal und setzen das Ganze um. Und es ist schon erschreckend, wie oft wir in diesem Format, ne? Das ist ja schon, keine Ahnung, das 5. Video oder vielleicht auch schon das 7., wo ich Skins aus der Community vorstelle, die ich in sozialen Medien so zusammentrage. Und es ist schon erschreckend, wie viele Skins, die wir gezeigt haben, dann tatsächlich jetzt schon im Spiel drin sind. Der Eiscreme-Skin, check. Pizza-Fallgleiter, check. Taucheranzug, check. Der Burger-Skin, check. Deswegen habe ich jetzt Skin-Konzepte zusammengetragen, die theoretisch für Season 8 halt ganz gut zusammen funktionieren würden. Ne? Wir haben ja das hier Eiskönig gegen Feuerkönig. Wir haben hier die Theorie mit dem Wasserthema. Sturm kommt auf uns zu. So ein bisschen habe ich in diese Richtung geguckt, was es da so gibt. Einiges zusammengetragen und die rattern wir jetzt auch runter. Ja, Leute, und wenn ich diese Liste runterrate, würde es mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr zu den Konzepten hält. Und falls ihr selber irgendwas gemalt habt, gezeichnet habt, irgendein Konzept, was ihr als Kind haben wollt, ich kratze da immer noch die, Sachen zusammen. Ein paar habe ich schon, nicht super viele. Es wäre trotzdem cool, wenn ihr da was habt, dann könnte ich so eine Community-Folge machen, wo ich eure Ideen vorstelle und dann vielleicht dann auch Epic sieht. Wer weiß, vielleicht gucken die es ja ab und zu mal. Nummer 10. Eines der ersten Konzepte ist basiert auf dem Kevin-Konzept, also auf dem Würfel, ne? Der Würfel hat dieses Spiel maßgebend geprägt. Der hat eine Menge Sachen produziert. Die Leute waren so gespannt auf den Würfel und haben sogar, einige haben getrauert darüber und haben Tränen vergossen. RIP Kevin, du warst ein guter Würfel. Aber so wirklich was vom Würfel, ein Überbleibsel haben wir nicht. Wir haben nämlich hier den Kevin-Rucksack, der aber eher schlicht aussieht und nicht so geil. Da fehlt noch so ein bisschen das Gesamtpaket. Und im Loot Lake haben wir natürlich die Trümmerteile, beziehungsweise auch das Grab davon. Aber ansonsten ist es so ein bisschen fehlt der Skin und dieses Konzept hier zeigt auf jeden Fall einen Würfelskin, auch wenn der Stil jetzt nicht mit Fortnite zusammenpasst, ne? Der Stil, der Zeichenstil hat jetzt fast gar nichts mit Fortnite zu tun und das ist vielleicht auch nicht der beste, finde ich. Aber nichtsdestotrotz zeigt es halt ein paar Elemente, wie so ein Kevin-Skin aussehen könnte. Halt mit einem Würfelkopf, mit einer Spitzhacke, die diese Steine dran hat, die der Kevin hinterlassen hat. Ein Gleiter mit lila Flügel, womit man runterfliegen kann, wo auch Kristalle drauf sind. Das Ganze könnte man halt jetzt noch viel, viel krasser zeichnen, mit geileren Effekten, mit Runen versehen und leuchten. Dann würde das Ganze nochmal als Konzept viel geiler aussehen. Aber jetzt trotzdem wäre so ein Würfelkonzept schon gar nicht mal so schlecht. Aber wisst ihr, was auch nicht schlecht wäre, Leute? Wenn ihr auf dem Abo-Button reinhaut und die Glocke aktiviert. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und vor allen Dingen, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Ich halte euch immer auf den neuesten Stand zu Season 8, während Season 8 und natürlich auch zu weiteren Seasons. Verpasst das nicht. Nummer 9. Das nächste Konzept ist von Sushi Funk 21 und zeigt mal eben einen hier Barefisted Brawler Konzept. Mehr oder weniger ein Brawler, ja. Typen, die halt nur mit Fäusten kämpfen, ohne Handschuhe wie bei Boxen. Und das wäre so ein ziemlich britischer Skin tatsächlich. Mit einer Spitzhacke, die aus einer hier Ringglocke besteht und einem Pokal hinten dran, wo Victory Royale draufsteht. Wäre auf jeden Fall eine ziemlich nette Idee. Das Konzept ist von hier komplett, sag ich mal, mit Tanz sogar, mit Spitzhacke plus Backbling und dann noch einen Gleiter. Und würde das Ganze aber hier gut zusammen funktionieren und vor allen Dingen wäre es auch wieder so ein Kulturding, ne? Genau schon wie die Oktoberfest-Skins oder den einen Türkei-Skin, den wir haben, wäre da so ein Kulturding, was vielleicht halt zu England passen würde, weil tatsächlich ist Bare-Knuckle-Boxing anscheinend stammt von hier England ab und die haben das mehr oder weniger erfunden, sage ich mal. Das nächste Konzept ist vom Mega Forest und zeigt ein Yin und Yang Konzept und das hat er auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool koloriert, sage ich mal, ne? Er hat ein Skin genommen, in der Mitte quasi eine Linie gezogen und einmal Weiß-Schwarz-Seite erstellt, was halt an Yin und Yang anlehnt und was das Konzept hier so darstellt, finde ich das auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Ähnlich wie Feuer und Eis, sage ich mal, ein Yin und Yang ist, ne? Wo sich beide ja mehr oder weniger ein Gegenteil darstellen oder beide konkurrieren. Wäre das hier ein Yin und Yang, was halt das Gleichgewicht im Spiel wiederherstellt, weil das Spiel mag Gleichgewicht. Vollstrecker will das Gleichgewicht herstellen. Der Gefangenen-Skin will auch das Gleichgewicht wieder haben. Hier ist eine Menge im Ungleichgewicht und Yin und Yang würde halt in dieses Gleichgewicht passen. Da fehlt noch so ein bisschen das Ganze, sag ich mal, fehlt noch so eine Spitzhacke und ein Gleiter oder vielleicht auch noch ein Rucksack, aber schon die hier. Das Konzept selber ist halt gut erstellt und es sieht auch wirklich aus wie ein Fortnite-Skin und hat halt den Maki-Skin als Muster genommen und daran halt diesen Yin und Yang-Skin erstellt. Sieht auf jeden Fall ziemlich lecker aus, finde ich, und wäre auf jeden Fall so ein grüner Skin. Also von dem wäre
hier, von der Farben und so weiter, wäre es ein grüner Skin. Und mit dem Haaren gefällt mir das Ganze auch schon ziemlich gut. Ach, der hat tatsächlich einen Rucksack gemacht. Das ist diese Yin und Yang Scheibe. Okay, jetzt sehe ich's. Ich dachte erstmal, das wäre einfach nur ein Logo, aber einfach diese Yin und Yang Scheibe hinten am Rücken dran. Ist als Konzept ein bisschen schlecht, sage ich mal, ein bisschen simpel, einfach eine Scheibe hinten dran zu haben, aber okay, wenn es ein grüner Skin wäre, kann man noch sagen, ist okay, ne? Vielleicht kann man da auch irgendwie so eine Trommel machen, wo dieses Yin und Yang-Symbol drauf ist, oder vielleicht irgendwie, dass sich das drehen würde. Das wäre auch schon mal so eine nette Idee. Nummer 7. Das nächste Konzept ist ein Pharao-Konzept tatsächlich, was ich auch ziemlich nett war von der Optik und auch natürlich von der Zeichnung her. Hat sich auf jeden Fall eine Menge Mühe gegeben. Und zwar ist es eine komplette Mumie, von oben nach unten komplett mit Bandagen übersät und mit einem kleinen Wickelrock. Wäre sehr ägyptisch, aber würde vielleicht zu einem etwas wärmeren Thema passen. Unwahrscheinlich, aber ich finde das Konzept trotzdem ziemlich cool. Hier hat er sogar die Idee mit reingebracht, dass man einen auswählbaren Helm als Stil hat, ne? Dass man einen Helm auswählen kann, auch auswählbarer Stil. Dann hätte er den Anubis-Kopf. Zumindest sieht das nach Anubis aus. Ich kenne mich mit da auch nicht so aus, aber sieht nach Anubis aus. Und ansonsten würde im Spiel diese Bandagen vielleicht auch ein bisschen flattern. Ne? Ich stelle mir das ja immer so ein bisschen vor, wie das im Spiel aussehen könnte. Und wenn die Bandagen so ein bisschen locker sitzen, dann, wenn man rumspringt, dann könnten die ganzen Bandagen so ein bisschen mitwackeln und wabbeln. Ne, weil man gerade als Mumie rumläuft. Mit hier glühenden Augen würde das Ganze nochmal ziemlich creepy aussehen. Und hätte auf jeden Fall so einen gewissen Stil und würde auf jeden Fall blau oder eben vertragen. Ich würde sagen, blau, na, sagen wir mit auswählbaren Stil, sagen wir mal episch, ne? Nummer 6. Das nächste Konzept ist von Spooner Vanilla und er hat den Hurricane Skin erstellt. Angelehnt natürlich an die X-Men-Reihe und dort den Storm-Helden. Ne? Hier wäre das ein Skin, der halt mehr oder weniger einen Sturm oder einen Hurricane befördern kann. Weil viele glauben ja auch, dass Elemente ja ein großes Thema sein könnte in Season 8. Habe ich das Ding jetzt mit eingebracht, weil ein Sturm-Skin, der halt einen Sturm erstellen könnte, dann hätte mir wirklich noch so ein Luftkönig, sage ich mal. Oder warum muss es immer ein König sein? Luftkönigin? Wie wäre es mit einer Luftkönigin? Für eine Luftkönigin sieht er noch ein bisschen schlicht aus, ein bisschen nach No-Skin, was die Füße angeht. Aber die Idee dahinter, dass wir so eine Luftkönigin hätten, die einen Sturm produzieren könnte, hier auch ähnlich wie ein X-Men-Helden, sag ich mal, Nestorm, wäre das auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und nochmal ein Cape als Rucksack würde den Ganzen natürlich nochmal so ein bisschen die Luftfähigkeit verdeutlichen. Macht das Sinn? Ich meine, wenn du ein Cape hast, hast du irgendwie immer das Gefühl, dass du fliegen kannst, ne? Superman und so weiter. Hat sich halt irgendwie etabliert in der Gesellschaft. Und deswegen eine Luftkönigin, die einen Sturm produzieren kann, Tornado produzieren kann. Und das wäre halt so das Konzept dahinter. Das, die Zeichnung, wie gesagt, beziehungsweise das Skin selber ist ein bisschen schlecht. Mir gefallen die Haare, mir gefallen die Augenklappe. Und mir gefällt auch das Cape, das sich hier so ein bisschen in den Hals streckt. Aber da fehlt noch so ein bisschen das gesamte Paket. Zum Beispiel ein Gleiter und eine Spitzhacke. Wäre auf jeden Fall noch knusprig. Aber eine Luftkönigin würde ich irgendwie feiern. Nummer 5. Hey, und wenn es keine Luftkönigin wird, dann wird es vielleicht ein Eichhörnchen. Von den Sneaky Bros ist dieses Konzept erstellt und man hat das gesamte Paket gezeichnet. Und die Zeichnung ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall, ne? Wir haben nicht nur den Skin selber, wir haben eine Spitzhacke und natürlich auch noch einen Gleiter, die alle mega cool aussehen. Und wenn schon ein Sturm kommt, dann brauchen wir auf jeden Fall auch ein fliegendes Eichhörnchen, weil dieses Konzept hat nicht nur einen riesengroßen Büschelschwanz, das man vielleicht als Rucksack auswählen könnte, als Backbling, aber auch natürlich irgendwie, wie nennt man diese Flieder da zwischen den Händen? Gibt es dafür einen Namen? Gibt es bestimmt einen Namen für. Aber das sieht auch so aus, als ob du Basejumpen könntest oder irgendwie durch den Sturm fliegen könntest, falls die Luftkönigin doch einen Sturm produziert. Okay, jetzt wird es doch sehr, sehr wild mit der Fantasie, aber ne, das ist ja das Schöne. Fantasie anregen, Ideen aus hier ausmalen, was mal theoretisch könnte funktionieren oder reinkommen könnte. Ich meine, selbst wenn du nicht fliegen kannst, wäre ein Erdhörnchen-Skin gar nicht mal so verkehrt. Würde auf jeden Fall irgendwie zu den Osterhasen passen und so den Kuschelteddybär, ne? Ich meine, das würde mega gut passen. Vielleicht ist das mehr ein Skin für den Herbst, weil Herbst wäre das auf jeden Fall nice. Der hier, der Fallschirm als hier, der Regenschirm, ne, mit den Blättern, ist auf jeden Fall auch eine ziemlich, ziemlich geile Idee und würde auf jeden Fall sich ein bisschen abweichen von den üblichen Fallschirmen, die wir bisher haben, also den Regenschirmen, ne? Wenn man in der Season gewinnt. Wir haben ja die stinknormalen Regenschirme, die sind immer ein bisschen blechern, sehen aus, als ob die aus Papier wären oder aus Eisen. Das wäre so ein Naturlook mit Blättern dran und Stöcker und würde den Ganzen auf jeden Fall eine ziemlich andere Optik geben und schlecht ist das auf jeden Fall nicht. Und mir gefällt das die ganze Idee, mir gefällt die ganze gesamte Zeichnung. Wäre eine coole Idee, wenn das Ding in das Spiel reinkommt. Nummer 4.
Das nächste Konzept ist von Nolo Bands. Ist tatsächlich ein bekannter Name. Den haben wir, ich habe schon öfters von ihm Konzepte gestellt, ne? Aber wir haben ja im Spiel den Slurp Hammer, ne? Wir haben da ja diesen Hammer mit dem Slurpfass oben drauf. Aber das ist bisher das Einzige. Es gibt keinen richtigen Set dafür. Es gibt keinen Skin, es gibt keinen Gleiter, gar nichts, was mit diesem Hammer zusammenpassen würde. Und dieses Konzept finde ich auf jeden Fall ziemlich cool erstellt und würde halt diesem Hammer nochmal so diesen passenden Look geben. Der Slurp-Teamleader wäre das auf jeden Fall. Ein Slurp, sag ich mal, Held mit einer Slurp-Kampfpanzer ausgerüstet mit dem Hammer und einem Helm würde hier in die Schlacht gehen und würde halt diesen Hammer hier schön vollständigen. Und das Konzept ist auf jeden Fall auch gut erstellt. Auch gefällt mir der Rucksack, auch wenn man nicht viel davon sieht. Wenn man da ein bisschen auf den Rücken schaut, sieht man dort irgendwie so einen Containerhalter oder irgendeine Kanone. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich eher ein Fasshalter, ne? Dass dort ein riesengroßes Slurpfass drin hängt. Und tatsächlich würde dann so diese alte Spitzhacke würde dann endlich mal so das passende Set dazu bekommen, weil das die Spitzhacke tatsächlich alt ist, ne? Wann kann die raus? Season 0, Season 1? Irgendwo um den Dreh, also auf jeden Fall eines der ersten Spitzhacken, die es in diesem Spiel gab und ist auf jeden Fall eine sehr coole Spitzhacke und ich vermisse ein bisschen wirklich das Set dafür, deswegen Daumen hoch für dieses Konzept auf jeden Fall. Nummer 3. Das nächste Konzept zeigt so ein bisschen die Soldaten des Eis- und Feuerkönigs, ne? Ich meine, schön und gut, dass wir Könige haben auf einer Seite, auf der anderen, die einer produziert Feuer, der andere Eis. Der Eiskönig hat eine Eiskönigin. Wo ist die Eisfeuerkönigin? Dieses Konzept zeigt zum Beispiel eine Feuerkönigin, sag ich mal. Wäre theoretisch, könnte man das so nehmen. Oder vielleicht auch eine Feuersoldatin, weil ein König braucht ja auch Soldaten. Der Eiskönig hatte ja seine Eiszombies, aber vielleicht hat er auch so ein paar Lakaien. Und das zeigt zum Beispiel den Eissoldaten auf der rechten Seite. Beide Ideen ziemlich cool und sowohl als Königin als Soldaten würden die mega gut zu Season 8 passen und das Ganze nochmal abrunden, weil, ne, ich meine, klar, wir haben legendäre Eisskins, wir haben legendären Feuerskin, aber so dazwischen fehlt was, das wären theoretisch so blaue Skins, die sich gut in die Mitte einfügen und dann könnte man halt auch zum Beispiel als Feuerkönigin spielen und ich mag das Konzept, wie die halt brennt und wie die Haare aussehen und so brennen und der ganze Look ist auch mega cool erstellt und auch der Eissoldat, sag ich mal, sieht gar nicht mal so schlecht und würde sich gut in die ganze Eiskönigin, Eiskönig-Sache reinfügen. Nummer 2. Das Konzept von Bisha Boscha. Wenn wir schon das Wasserkonzept jetzt nehmen, beziehungsweise die Theorie, dass Season 8 aus Wasser bestehen wird. Übrigens, Leute, zur Erinnerung, falls ihr hier das halbe Video übersprungen habt, ich weiß, dass ihr die halben Videos überspringt, Leute, ich sehe das. Aber Leute, am Montag kommen ja die ersten Season 8 Teaser raus. Dort können wir schon mal gespannt sein, was wir so der erste Einblick in das Ganze, was da auf uns zukommt. Der erste Skin sozusagen, offizielle Skin, ne? Am Montag sollten die Teaser da auf jeden Fall starten. Es wird einen Livestream geben, nicht verpassen. Und Glocke natürlich reinhauen, Leute, falls ihr das nicht verpassen wollt. Wenn wir schon das ganze Thema Wasser nehmen, was ja viele vermuten, was in Season 8 reinkommt, warum dann nicht ein Poseidon-Skin, der halt perfekt für das Wasser passen würde, hier passend zu den ganzen Taucher-Skins, die wir schon jetzt haben und den ganzen Schnecken, Seeschnecken, was auch immer, wäre das hier jetzt so ein Wasserkönig theoretisch, ne? Nicht der krasseste Wasserkönig, wenn ihr euch den Fan-Trailer anschaut, dort war ein richtig geiler Wasserkönig. Oben rechts auf dem i klicken, dort findet ihr auf jeden Fall das Video. Checkt das auf dem Kanal aus. Der Fan-Trailer ist richtig gut gemacht, Leute. Solltet ihr euch anschauen. Aber ne, dort ist ein richtiger Wasserkönig. Aber das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Idee. Und das Konzept gefällt mir. Und mit der Spitzhacke, die ist auch mega cool. Ein Dreizack mit einem leuchtenden Juwel in der Mitte. Hat so ein bisschen Ähnlichkeiten wie die Eiskönigin. Ne? Die hat ja auch so ein riesengroßes Juwel. Und dann hätten wir wirklich diese Elemente so langsam. Luftkönigin, Wasserkönig. Und selbst wenn das nicht der Wasserkönig wäre, könnte das ein Wasserlakai sein, der halt für den Wasserkönig kämpft. Für den Wasserkönig ist ein bisschen zu schlicht. Ne? Die Beine zum Beispiel, No-Skin-Elemente, verdienen keine legendäre Stufe. Wenn schon König, dann legendär. Dann muss er richtig legendär aussehen. Nummer 1. Luftkönigin, Wasserkönig, Soldaten des Feuerkönigs, Eiskönigin, was auch immer, was wir hier jetzt in dieser Liste hatten, eine Menge an Konzepte. Schön und gut, dass die alle drin waren und schön und gut, dass wir jetzt auch den Feuerkönig haben. Viele sind noch ein bisschen unzufrieden mit dem Feuerkönig, die wollen noch eine Stufe mehr. Bisher gibt es ja keine Anzeichen dafür, dass wir überhaupt jemals eine fünfte Stufe bekommen. Viele wollen eine fünfte Stufe, weil er ja noch ein Schloss hat. Ich meine, der ist immer noch ein Gefangener, deswegen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er einfach dieses Schloss behält. Aber sollte in Season 8 wirklich noch eine weitere Stufe von dem Feuerkönig reinkommen, wäre auf jeden Fall dieses Konzept von Noble Via richtig, richtig lecker. Das zeigt dem Feuerkönig nochmal so eine richtig Maximumstufe, ne? Nicht nur ein bisschen Lava durch die Adern, sondern von wirklich Voll-Power-Feuerkönig.
mit, sag ich mal, richtig fetten Stacheln dran und mit einer Feuer- und Flammeffekte, die dann wirklich ausrasten und stärker werden und dann auch der ganze Körper übersät ist. Das wäre dann nochmal so in der Feuerkönig in der obersten Stufe, Super Saiyajin Feuerkönig sozusagen, ne? Das wäre so das Konzept von dem Feuerkönig für die fünfte Stufe. Und ich finde dieses Konzept auf jeden Fall cool. Und eine fünfte Stufe würde ich natürlich feiern. Ich meine, wer nicht? Eine weitere Stufe, die noch krasser aussieht als die vierte Stufe. Wer würde das nicht feiern? Wer würde sich das nicht wünschen, dass der Feuerkönig nochmal ein kleines Upgrade bekommt und wir für einen Skin nochmal eine Stufe mehr bekommen? Ne? Dann hätten wir fünf unterschiedliche Stile für einen einzigen Mystery Skin. Wäre cool, spricht nichts dagegen und das Konzept sieht mega geil aus. Schreibt mir runter, Leute, was ihr dazu sagt. Welches dieser Konzepte würdet ihr auf jeden Fall feiern? Was mögt ihr davon? Vergesst nicht den Livestream. Am Montag starten die ersten Teaser zu Season 8. Wir werden natürlich die Teaser im Livestream anschauen. Zusammen schauen wir mal an, was da auf uns zukommt. Der erste Einblick in das Ganze. Aber am meisten unterstützt den Kanal, wenn ihr auch wirklich Videos komplett anguckt. Von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr jemanden unterstützen wollt. Leute, weil das ist das größte Kriterium überhaupt. Nicht die Klicks, nicht die Likes. Ein ganzes Video durchgucken, am Stück, ohne überspringen. Das kitzelt auf jeden Fall YouTube an der richtigen Stelle. Na, ich schwafel aus hier, Leute. Auf der rechten Seite gibt es zwei Videos. Dort könnt ihr draufdrücken. Der Fan-Trailer, von dem ich gerade gesprochen habe. Und natürlich auch bei Season 8 Battle Pass Wünsche. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, wünscht euch was. Und gebt mir Flosse. Flop.